Hallo Freunde und besonders Feinde des GGG. Heute will der GGG etwas über die Eliten sagen. In den verschiedensten Verschwörungsgeschichten stehen immer die Eliten hinter düsteren Machenschaften. Okay, ja, Machenschaften und Eliten gibt es, aber gibt es denn eine homogene Gruppe von Drahtziehern? In den Köpfen mancher Leute regiert uns ein Zirkel der Macht, eine Schattenregierung satanischer Eliten. Aber wie realistisch ist es, dass diese Leute tatsächlich totalitäre Kommunisten sind? Es sind Menschen, selbst die Bilderberger haben eigene Positionen und Interessen. Die Welt der Eliten ist nicht ein Brei, es gibt viele verschiedene Fraktionen und diese versuchen sich gegenseitig auszustechen. Ein globaler Geheimplan kann so nicht funktionieren. Es ist eher wahrscheinlicher, dass es zwischen den Eliten und Machthabern ein weltweites Totzien gibt. Entweder links oder rechts. Aber kein einheitliches Denken, kein Masterplan, der die Geschichte in Schienen führt. Sieht man sich die Geschichte an, so merkt man, ja, es gab Eliten, die sie lenkten, aber andere wiederum arbeiten dem entgegen. Momentan sehen wir besonders im Internet ein Tauziehen, die rechten Verschwörungstheoretiker trumpfen mit Videos auf und wollen beweisen, dass so etwas wie ein stalinistischer Wandel im Anrollen ist. Doch ist dies nur ein Schritt, um die linke Fraktion zu diskreditieren, etwa mit Pizzagate und ähnlichem Unfug. Links ist nicht gleich Kommunismus. Schon liberale Politiker sind dann Feinde. Für GGG steht fest, dass hier nicht eine homogene Gruppe an Eliten am Werk ist. Jedoch ist das Verdienen von Geld eine große Triebfeder, die zu einigen Problemen führt. Danke fürs Zusehen.